Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Tutorial. Ich zeige euch heute mal, wie ihr euer iPad ganz einfach über den Lightning-Anschluss mit externen MIDI-Geräten verbinden könnt, ohne viel Aufwand, ohne große Kosten. Und zwar die günstigste Variante ist hier das Lightning auf USB 3 Kamera-Adapter-Kit zu verwenden. Wir haben hier einen USB 3 Anschluss und einen Lightning Anschluss für die Stromversorgung. Wichtig hierbei ist, dass ihr, wenn ihr ein MIDI Gerät anschließt bzw. ein MIDI Interface, dass ihr auch immer Strom über die Stromversorgung hier mit anschließt, sonst funktioniert die ganze Sache nicht. Was ich hier benutze, ist ein MIDI Mate von ESI, ganz günstiges Interface, gibt es für 14 Euro. Ich verlinke euch mein ganz günstiges Produkt hier unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr gleich mal schauen. Und zwar alles, was wir machen, ist Stecker rein, Synthesizer laden, MIDI-Gerät an und dann kann es schon losgehen. Wir können jetzt hier, ich benutze hier die Animoog von Moog App, ins Setup gehen und dann sehen wir hier im Menü schon unsere verschiedenen MIDI-Anschlüsse. Ich kann mir jetzt quasi aussuchen, welchen Anschluss ich hier als Eingang und welchen ich als Ausgang nutze. Ich nehme Anschluss 1 hier als Eingang, Anschluss 2 hier als Ausgang, nee, umgekehrt, Anschluss 2 als Eingang und dann kann es auch schon losgehen. Man hört schon, ich spiele über die MPC den Synthesizer im iPad. Wir können jetzt hier auch mal eine kleine Sequenz aufnehmen. Und dann spielt quasi der Sequencer, der MPC, den Synthesizer hier auf dem iPad. Ganz einfache Lösung, kein teures MIDI-Interface nötig für 80 oder 100 Euro. Wie gesagt, einfach über den Kameraadapter, über den USB-Anschluss, ein herkömmliches MIDI-Interface, die meisten werden sowas zu Hause rumliegen, haben, anschließen, Strom anschließen, App öffnen und los geht's. Wichtig hierbei noch zu wissen ist, dass manche Apps, zum Beispiel GarageBand, kein MIDI-Out unterstützen. Das heißt, wir können bei GarageBand nur die Tastatur der MPC oder den Sequencer nutzen, um die Noten in GarageBand zu spielen, aber nicht GarageBand nutzen, um externe Instrumente zu spielen. Ja, das war es erstmal soweit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Musikmachen. Peace!